Hallo und herzlich willkommen zu meinem Review von Sniper Elite 5. Wir gucken uns mal das Spiel an und ich zeige euch auch, wieso ich nicht gerade begeistert bin von diesem Spiel. Es hat nämlich sehr vieles, was mich... Ja, sagen wir so, wenn ihr Teil 3 und Teil 4 kennt, sagt ihr euch, okay, selbst Teil 3 ist besser und Teil 3 ist meiner Meinung nach nicht gerade doller gewesen. Ich zum Beispiel mochte eigentlich immer Sniper Elite. Mein erster Sniper Elite war Sniper Elite 2. Dann Sniper Elite 3. Sniper Elite 3 fand ich das Waffensystem besser, was sie dann wieder bei Teil 4 rausgenommen haben. Sniper Elite 3 waren aber die Levels kacke. Die DLCs brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Ne? Die waren absolut Schrott. Und Teil 4 haben sie halt ja, Waffenmodden auf gut Deutsch wieder rausgenommen. Es ist Rebellion, ja. Die sind nicht gerade Hellenkopf. Haben aber dafür die DLCs und die Levels besser gemacht. Ne? Auch Koop-Mission. Was sie aber allerdings bis heute nicht begriffen haben, ist, das seht ihr wahrscheinlich schon da im Hintergrund, ja. Die haben immer das gleiche verkackte DLC. Das will kein Schwein mehr haben. Weil es gibt ja auch einen absolut jeden verkackten Sniper-Elite. Wer braucht das? Ja, also ganz ehrlich, könnte Teil 2 spielen, Teil 3 spielen, Teil 4 spielen. Ja, sagen wir so, ja, großes DLC, ja, holt euch das, oh, ja. Dann kriegt jeder, der einen Season Pass hat oder sonst was. Das DLC ist aber nicht gut. Keins davon ist gut, weil es ist immer der gleiche Schwachsinn. So, gucken wir uns aber jetzt mal das ganze andere drumherum an. Ihr habt jetzt ein Level-System, wo ihr denn eure Punkte ausgeben könnt. Keine Angst, ihr kriegt so viele Punkte, dass ihr wirklich alles machen könnt. Was allerdings, ja, nee, gerade toll ist. Hier steht Munition plündern. Munition kann aus Grundwaffen gewonnen werden. Kann es nicht. Zeige euch auch nämlich gleich wieso. So, hier gibt es dann auch noch, dass ihr euch selbst wiederbeleben könnt, werfen könnt. Ach. Eigentlich alles, was man standardmäßig machen konnte, heißt jetzt so, ja, gibt dafür einen Punkt aus. Das ist nicht dolle. So. Die Waffen. Die Waffen wurden jetzt erst freigeschaltet. Also die Waffe wurde jetzt erst freigeschaltet. Wieso? Ganz einfach. Das Spiel ist heute rausgekommen. Am 26.05. Keiner, absolut keiner hatte diese Waffe drin. Alle haben sie beschwert. Rebellion hat mir die Schulter gezuckt. Haben sie noch mehr beschwert. Jetzt haben sie seit knapp 20 Minuten haben sie eine Erklärung rausgegeben. Entschuldigung, war das Ganze? Man soll das Spiel doch öfters neu starten, bis es da ist. Bei mir hat es zum Glück geklappt. Es ist drin, ne? Aber das war das allerletzte Sniper-Elite, was ich mir geholt habe. Sniper Elite VR war ja auch unterste Kanone, ne? Weil, wenn ihr jetzt euch Waffen freischalten wollt, dann müsst ihr da extra Herausforderungen abschließen. Am besten sieht man das bei der, ich meine, das ist die beliebteste Waffe von allen, ne? Selbst von den Amerikanern, die jetzt spielen oder sonst was, ne? Ihr müsst in Level 2 jemanden umnieten, in dem Kronleuchter auf den Rauf fällt. Das ist alles voller Gegner. Viel Spaß. Noch blöder kann man das nicht machen, ganz ehrlich. Denn das andere Ding ist, wie könnt ihr jetzt hier das umändern? Ihr müsst euch das freischalten. Das heißt, ihr müsst Tische finden. Das ist ungefähr das gleiche wie, ganz, ganz blöd gesagt, Far Cry. Bei Far Cry musstet ihr einen Master haben und dann habt ihr was freigeschaltet. Ne? Hier sind das Waffentische, wo ihr dann auch eure Waffe umändern könnt. Ne? Und wenn ihr gewisse Waffentische gemacht habt,
oder gefunden habt und angeklickt habt, dann habt ihr auch hier was freigeschaltet. So viel dazu. Auch hier bei sehr vielen Dingen sieht es einfach gleich aus. Ich zeige euch mal ein schönes Beispiel. Bei denen hier beispielsweise. Das. Und jetzt zwei hoch. Ihr versteht, was ich meine. Gut. Hier ist auch wieder das Ding. Herausforderung abschließen. Eine Herausforderung, das kotzt mir extrem an. Ja. So. Hier habt ihr Invasions, also halt, wenn ihr Invasion anschaltet im Spiel, ich empfehle es gar keinen. Ansonsten kommen irgendwelche Lutscher an, die bessere Waffen haben als ihr. Die ist schon allein besser als die Anfangsdinger, was ihr da kriegt, ne? Und dann heißt es so, doch, bekommt ihr gekillt, fangt das Level nochmal an. Läuft, ja, den Schrott brauchte keiner im Spiel, absolut gar keiner. Gab es von Anfang an ausgeschaltet. So. Hier gibt es noch Überlebensmodus. Da findet ihr in jedem Level ungefähr so eine kleine Alarmanlage. Da steht ja nur Überlebensmodus, macht ihr an. Könnt ihr aber, wie gesagt, nur den Überlebensmodus anmachen und dann kommen halt Gegner. Das war's. Mehr Spieler, braucht auch kein Schwein. So, Charaktere. Müsst ihr auch wieder was extra abschließen, um die freizuschalten. Genau wie die Dinger, die kein Schwein braucht. Ihr versteht schon, wieso ich das Spiel nicht gerade dolle finde. So. Zeige euch mal, was auch alles in diesem Spiel so falsch läuft. Das ist Level 2. Ja, da unten seht ihr auch schon Invasionsmodus aus. Würde ich jeden empfehlen auszuhaben. Zeige euch erst hier ein bisschen. Und dann halt von meinem Stream. So. Durchsuchen ist klar, ne? Nothing else. Jetzt passt auf. Ihr habt eine Waffe. Wir kennen es von anderen, also von den ganzen anderen Teilen. Ihr kennt es von den ganzen anderen Teilen. Ihr könnt die Waffen von euren Gegnern aufheben. Benutzen. Auch den Nachladen. Oh. Rifle. No War mal. Scope. Keeps things interesting. Also gibt's nicht mehr, wenn die Waffe leer ist, ist sie leer. Ihr könnt über andere Gegner rüberlaufen, die haben keine Munition, gar nichts. Versteckt euch! So viel dazu. So, wie ihr nachladet, einfach so habt ihr wieder eure alte Waffe drin. Kommen wir zum nächsten. Ist das? Ja, da kann ich euch den zeigen. Es gibt's hier unendlich Gegner. Braucht kein Schwein. Wieso? Ganz einfach. Hier ist Sense. Ihr kommt hier nicht weiter. Missionsgrenze. Komm aber von da permanent Gegner. Auf der anderen Seite auch. Das heißt, es gibt unendlich Gegner. Also ich weiß echt nicht, wer sich diesen Bullshit ausgedacht hat. Ganz ehrlich. Keine Ahnung. Staging area secured. This will be a good place to start from for other operations. Ja, das war's eigentlich hiermit schon, ne? Hier habt ihr euch hier umgeändert. Ihr müsst, ich spiele mit Controller, aber am PC, ihr kennt mich, ne? Müsst ihr dann unten die Taste drücken. Ich treffe trotzdem fast gar nichts. Ihr könnt dann Munition umändern. Ihr müsst die aber auch erstmal finden. Ne? Selbst die schallgedämpften Waffen, die ihr findet. Ja, ist genau das gleiche. Ihr habt da Munition drin. Ihr findet selbst noch andere Munition. Rein theoretisch dafür. Oder ihr läuft über Waffen.
drüber weg. Es ist eine Waffe von Gegner, also lehnt sie sich nicht nach. Wer hat sich so einen Bullshit ausgedacht? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Nur die Grafik ist wie bei Sniper Elite 4. Bestenfalls. Ne? Ich habe höchste Grafikeinstellung. Wollen noch mehr dazu sagen? Das ist nicht gut, das Spiel. So, dann kommen wir jetzt zu den nächsten. Dazu muss ich mal meinen Stream anwerfen. Pass auf. Das ist mein Stream. Machen wir mal komplett am Bildschirm. Okay, dann nicht. Interessant. So, pass auf. Wie die sprechen. Also es spielt in Frankreich, ja. Es sieht aber alles eher nach Level Recycling aus. Das ganze Spiel, ja. Das soll eine Französin sein. Ist mein Stream. Alone. There's a farmhouse just north of the town. I'll find it. One more thing. One of my men, Marcel, he hid information in a loose panel under his bed. The key for it was sewn into the hem of his trousers. Meine ehemalige Freundin war auch Französin, die konnte besser Englisch sprechen. Das ist Bullshit. So, jetzt gucken wir noch, ob ich noch das andere auf die Schnelle finde. Alpha Walls wird in dieses Spiel richtig groß geschrieben. Das Ding hat so viele Probleme, ey. Wenn ihr jetzt sagt, so, ja, das Spiel ist gerade erst rausgekommen, ja, schön und gut, aber ein Spiel so hinrotzen, ja, da erwarte ich schon ein bisschen mehr. Und da kann ich euch auch noch zeigen. So, pass auf. Pass auf. Man wirft Granate. Zeigt rüber. Da kann ich werfen. Das ist. Ne? So, wo ist das nächste? Wo war das nächste? Jetzt war ja so lustig mit die Alpha Wall. Da. Alpha Wall. Läuft. Läuft richtig. Shitted Game. Das sind Dinge, die können sie in dem Game nicht mehr beheben. Dafür müssen sie ganz viele Daten umändern. Beziehungsweise müssten sie an sich diese Game, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich sag euch das mal so. Pass auf. Das ist da das Treppengelände, ja? So. Das ist die Alpha Wall. Alpha Wall heißt ja, die ist nicht sichtbar, ist unsichtbar, ne? Das heißt, die müssen die komplette Wall wegnehmen, beziehungsweise wenn die Alpha Wall ja alles ein Ding ist, ne? Können sie die nie wegnehmen. Das ist. Problem habt ihr öfter. Das ist. Das Spiel ist nicht gut. Also 80 Euro würde ich absolut keinen empfehlen. Wirklich gar keinen. Für 60 Euro gibt es ein Komplettpaket bei Insta. Wartet ab, bis 30 kostet und alle draußen ist. Da ist der Season Pass 1. Das heißt, es wird nur Season Pass 2 wahrscheinlich rauskommen, ja. Holt euch das Spiel, wenn alles rausgekommen ist. Teil 4 ist bei Weitem besser. Spielt lieber Teil 4. Habt dabei Weitem mehr von als diesen Rotz. Ja. Ich empfehle kein dieses Spiel. Zum Beispiel auch das Ding mit in Teil 4 hieß es Wolfschanze, ne? Wolfs Mountain heißt es ja hier, ne? Es ist immer der gleiche Dreck. Immer niedert die bösen Mann. Schön. Kennen wir in allen Spielen. Das machen wir in jedem Spiel. Es langweilt uns. Niedert die bösen Mann um. Ja, schön. Haben wir Teil 2 gemacht, haben wir Teil 3 gemacht, haben wir Teil 4 gemacht. Jetzt wollen wir doch noch Teil 5 machen. Es langweilt zutiefst. Aber die kommen immer so mit Ding mit, ja, oh, ihr könnt das ja machen.
Das ist allgemein nicht gerade dolle. So, jetzt gucken wir uns mal das Ganze hier an. Seht schon, das fällt nicht gerade gut aus, das Spiel. 328 mögen das. Davon müsst ihr aber auch mal die positiven durchlesen. Da sind die meisten, die nur Teil 2 gespielt haben oder Teil 4. Die meisten, die es gut finden, nicht alle um Gottes Willen, aber die meisten kennen Teil 3 nicht. Teil 3 war scheiße. Ich weiß. Ja, aber wenn die Teil 3 kennen würden, dann würden sie wissen, dass das ganze Waffenmodsystem, dass man Waffen umändern kann, dass es das schon mal gab, dass sie da bei Teil 4 rausgenommen haben. Was ja absoluter Bullshit war, ne, dass sie rausgenommen haben. So, aber die meisten, die es mögen, die meisten, die alle, sagen, super. Es gibt ja auch viele, die kaufen sie jeden Schrott, ne, und sagen zu allen, super, kein Bock genug. Aber es sind 156, die einfach sagen, ja, Teil 4 war besser. Meine Meinung auch. Ne? Also spart euch das Geld. Ganz ehrlich, spart euch das Geld zutiefst. 30 Euro komplett, also wirklich, wenn gar nichts mehr rauskommt, komplett 30 Euro, okay. Wieder nur 40 Euro. Vollpreis ist das nicht wert. Wenn ihr es unbedingt haben wollt, holt euch das bitte bei Instagaming. Da zahlt ihr 20 Euro weniger und habt trotzdem Season Pass drin. Ja? Scheiß auf die Knarre, aber das ist. Versteht ihr? Das Preis-Leistung ist nicht vorhanden in diesem Spiel. War es noch nie. Aber das wird immer schlechter. Und den ganzen Bullshit hier, das Ding ist kein Stream. Es heißt hier immer Entwicklerübertragung. Das ist kein Stream. Das ist nämlich in Wirklichkeit, wenn ihr denn auf Twitch guckt, einfach ein 1 Stunde, 1,5 Stunden Film, der sich immer und immer wiederholt. Ich habe nämlich da reingeguckt, habe da geschrieben, keine Antwort. Da habe ich mir mal so gedacht, okay, gucken wir mal auf Twitch. Ist eins zu eins das Gleiche. Die suggerieren, dass es gerade spielen, machen sie aber nicht. Und alles, was sie da labern, müsst ihr euch mal angucken, ihr lacht euch zu Tode, ja. Nicht, weil es witzig ist, sondern weil die machen so derbe, wollen sie das Spiel in diesen Scheiß so machen. Warte, ich zeig euch den ganzen Scheiß. Die machen das auf gut Deutsch so derbe nach dem Motto: so, oh, das ist so geil. Ich weiß echt nicht, wer dann die Stream-Einstellung bei dir gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe noch nie so eine beschissene Stream-Einstellung gesehen. Ja. So, aber immer, was die da so labern, ist so: oh, Kopfschuss, oh, ist das geil. Oh, ne? Ich habe mir dann mal angeguckt, was da so mal richtig für Fragen kam. Wenn da so Fragen kamen, wie gesagt, bei den Steam, braucht ihr gar nicht hinschreiben, das ist nur eine Aufnahme, was immer wieder abspielen. Ne? Aber ich glaube, die haben schon so die Leute aussortiert, weil wenn da so Fragen kamen, so, ja, was ist das, 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 oder es gefällt einem nicht oder sonst was, gehen gar nicht erst darauf ein. Da sagen sie einfach bloß so, ja, allen gefällt es ja und sonst was. Nee, es hat nicht allen gefallen, selbst beim Stream, nee. Da haben selbst auch sehr viele die Meinung gesagt und haben mir gesagt, nee. Das ist mir das Geld nie wert. Ja, dann werden sie ganz schnell rausgefeuert. Damit man den Hype noch hat. Aber alles, was ihr da drin seht, ist einfach bloß so: oh, du hast ihn ja von so weit entfernt getroffen. Von 30 Meter. Toll. Können, glaube ich, alle die Sniper Elite spielen? Besser. Alter, also Sniper Elite 5. Spart euch das Geld. Ich würde keinen empfehlen, sich das Ding zu holen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.